Wenn ihr wissen wollt, ob ihr diesen Bubble-Effekt selber machen könnt, wie das Ganze geht und ob das auch mit normalem Epoxidharz funktioniert, das seht ihr hier. Herzlich willkommen in meiner Kreativmanufaktur. Ich bin's wieder, Sonja, und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht's um ein richtig cooles Thema, und zwar geht's um den Bubble-Effekt. Ja, das ist ein Wunschvideo von euch an mich, und ich habe natürlich gedacht, okay, das probiere ich aus. Ob das funktioniert hat und was dabei zu beachten ist und was es mit dem Epoxidharz und dem Bubble-Effekt auf sich hat, das seht ihr jetzt. Bis gleich! Was benötigst du alles für diesen Bubble-Effekt? Deine Atemschutzmaske, Nitrilhandschuhe, eine Silikonmatte zur Unterlage, passende Silikonformen, dann am besten Chameleon Flakes, UV-Harz und UV-Lampe und genügend Schaum. So, ich habe jetzt hier das dickflüssige UV-Harz. Da habe ich mir gleich mal eine große Flasche bestellt und habe mir eine Lesezeichenform mal hergerichtet und fülle das als allererstes mal. So. Noch ein bisschen mehr. So. Das könnt ihr dann im Prinzip schon so füllen, dass es gerade bis zum Rand geht. Ja. Ich habe mir auch ein bisschen Prilwasser hergerichtet. Also ich habe da ganz normales Spülmittel genommen und habe das mit dem Röhrchen aufgeschlagen. Und jetzt gehe ich auf das nasse Harz und lege den Schaum da drauf. So. Und dann müsst ihr ein bisschen zügig arbeiten, weil dieser Schaum halt ganz schnell kaputt geht. Und das ist genau der Grund, warum das mit Epoxidharz nicht funktioniert. Gell? Der Schaum würde gar nicht so lang halten, wie das Harz bräuchte zum Aushärten. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ihr müsst da quasi wirklich zügig arbeiten, weil die Frage kam natürlich, ob ich das nicht mal testen kann. Prinzipiell ist es natürlich auch ein bisschen kritisch, weil ja da Wasser im Spiel ist und Epoxidharz und Wasser sich ja überhaupt nicht vertragen. Genau. Also, das funktioniert in dieser Art und Weise nur mit UV-Harz. Und jetzt seht ihr, jetzt habe ich genügend Schaum. Das Ganze muss dann auch ganz schnell zum Härten rein. Und dann warten wir, bis es soweit fertig ist. Und ich hoffe, dass es dann auch so funktioniert. Also, ich nehme euch da jetzt das erste Mal mit. Und wie sieht's aus? Wow. Ja, geil. Hat einfach funktioniert, gell? Also so ist das eine ganz einfache Sache. Und damit ihr jetzt den Effekt noch ein bisschen cooler rauskriegen könnt, empfehle ich euch hier die Flakes, die Chameleon Flakes. Die habe ich von Pixie Crafting. Und da pinselt ihr jetzt quasi diese ganzen Krater aus. Ja, ich mache das jetzt mal hier so ein bisschen mit dem Finger. Ich gehe aber nachher auch mit so einem Watte, mit so einem Q-Tip rein und mache so diese Vertiefung noch ein bisschen schöner. Da komme ich natürlich mit dem Finger nicht rein. Und dann wirkt es nachher noch cooler. Ja? Also das ist schon ein richtig, richtig toller Effekt. So. Die Flakes sind natürlich auch ganz einfach zu handeln. Ja? Ich habe da verschiedene Farben. Aber ich habe mich jetzt dafür das Violett entschieden. Die Farbe ist auch bald leer. Also das ist halt eins meiner Lieblingsfarben. Und genau, wie gesagt, dann gehe ich jetzt da noch ein bisschen mit so einem Q-Tip noch rein und streiche die noch ein bisschen glatt. Ja, das müsst ihr machen, könnt ihr machen, könnt auch lassen, also ganz egal wie. Ich finde, es sieht halt schöner aus, wenn das so in diesen Hohlräumen, sage ich mal, wo die Blasen ja waren, das auch noch schön sauber glatt gestrichen ist, dann wirkt das noch ein bisschen besser. Ja, aber wie gesagt, das könnt ihr auch lassen.
ganz, wie eure Geduld es zulässt eben, gell? Aber ihr seht, es geht eigentlich ganz fix und dann kommt da drauf nochmal eine Schicht mit Harz, also mit UV-Harz und wird nochmal gehärtet. Ja, ich mache das Ganze dann aus der Form raus und lasse das immer nochmal von der anderen Seite nochmal härten und dann ist das an sich schon fertig. Ja, also das geht ganz, ganz einfach. Wenn ihr das natürlich in eine Coasterform macht, dann braucht ihr natürlich relativ viel UV-Harz. Ja. Aber anders lässt sich diese Technik so in dieser Art und Weise nicht machen. Für Epoxidharz könntet ihr zum Beispiel eine farbige Schicht reinmachen und dann mit einer Pipette klares Harz punktuell reinmachen. Das funktioniert auch. Das habe ich selber auch schon gemacht und das sieht dann auch aus wie Blasen. Allerdings hat es nicht so einen schönen 3D-Effekt wie hier jetzt, weil das sieht natürlich jetzt mega aus, gell? So, genau. Dann kommt wieder ein bisschen Harz. Ich habe das Dickflüssige genommen. Ich mag das total gern, weil da entsteht dann so ein Kuppeleffekt. Ja, und deswegen habe ich mir da auch gleich die große Flasche bestellt. Und ihr wisst, ich bin Schwabe. Wenn man größere Einheiten kauft, sind die letztendlich günstiger. Und es macht auf jeden Fall Sinn. Aber das ist natürlich euch überlassen. Der Schwab will halt sparen. So. Genau. Jetzt gucke ich, dass das alles noch schön bis zum Rand hingeht. Und nicht drüber läuft im Prinzip. Und dann wird das schon gehärtet. So, echt eine coole Technik, also. Ihr könntet es jetzt auch, wenn es gehärtet ist, rausnehmen und zum Beispiel durchsägen und da eine Form rausschleifen, also die Außenränder zuschleifen und einen Kettenanhänger dran machen und hättet dann echt was, ein richtig cooler Anhänger mit einem tollen Effekt, einfach was Besonderes. Einfach mal so als Idee noch. So, das ist quasi so ein bisschen wie beim Dom. Das braucht ein bisschen Zeit. Aber soll ja nachher auch schön aussehen. So, ab zum Härten. So. Dann nochmal die andere Seite. Das ist noch ein bisschen weich. Das macht nichts. Aber sieht schon sehr, sehr cool aus. Und ich bin echt gespannt, was ihr denn dazu sagt. Ja, es dauert einfach immer so ein bisschen, gell? Aber die Zeit lohnt sich auf jeden Fall. So, wer das noch nicht weiß, ich bin auch auf TikTok. Und da zeige ich auch noch ein paar andere Sachen, die ich hier nicht alle auf YouTube habe. Vielleicht habt ihr mal Lust vorbeizuschauen. Und mal noch ein paar andere Projekte von mir zu sehen. Würde ich mich echt freuen. So, was habe ich da? Ein Fussel. Ja, so nutzt man halt die Zeit, gell? Muss irgendwie auch sein. So, jetzt sieht's gut aus. Und ich habe es euch nochmal fotografiert, dass ihr es besser seht. Und was sagt ihr dazu? Ja, ich finde es mega cool. Schade ist natürlich, dass man das mit Epoxidharz nicht hinbringt. Das hat tatsächlich was mit der Dauer, eben von der Aushärtungszeit zu tun. Die Blasen bleiben einfach nicht so lange auf dem Harz. Aber dann macht man es halt mit UV-Harz. Also, es gibt ja die Möglichkeiten. Genau. Ja, ich danke euch auf jeden Fall für eure lieben Kommentare, auch zu meinem letzten Video und euren Support. Und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche Samstag wieder mit einem spannenden Thema. Und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim selber ausprobieren. Bis dann, ihr Lieben!